6000 Jahre Geschichte in gut 3 Minuten. Das schafft diese Animation. Sie versucht, die territorialen Verschiebungen auf der Landkarte Europas und Vorderasiens nachzuzeichnen. Die Animation fängt dabei in der Bronzezeit an und zeigt, wie sich in Mesopotamien eine Hochkultur entwickelte. Ab dem 8. Jahrhundert vor Christus bis zum 7. Jahrhundert nach Christus sieht man, wie sich das Römische Reich, hier in lila dargestellt, ausbreitet. Und man sieht den darauf folgenden Zerfall des Byzantinischen Reichs, das mit der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen endet. Anschließend kommen mächtige Nationalstaaten wie Frankreich und England zum Ende des Mittelalters auf. Besonders interessant ist der deutsche Flickenteppich, der sich über Deutsches Reich, Nazizeit und geteiltes Deutschland zur heutigen Bundesrepublik entwickelt. Insgesamt fällt auf, wie die Karte deutlich übersichtlicher wird und die Frequenz der Veränderungen abnimmt. Glücklicherweise, schließlich wurden nur die wenigsten Grenzen in der alten Welt friedlich gezogen.